Hey Leute, ja, am Freitag vor einer Woche war doch in Jolingen das Messerattentat. Ausgerechnet auf dem Festival der Kulturen oder wie die das genannt hatten. Ja, laut Tagesschau nochmal eine kleine Zusammenfassung. Der Täter ist zielgerichtet vorgegangen und hat auf den Hals- und Oberkörperbereich der Opfer eingestochen, hieß es von den Ermittlern. Drei Besucher des Stadtfestes wurden bei der Attacke getötet. Außerdem wurden vier Opfer lebensgefährlich verletzt, zwei weitere schwer und zwei leicht. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine 56-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 67 und 56 Jahren. Ja, am nächsten Tag stellte sich der Täter der Polizei. Ein paar Sachen sind noch unklar und bei meiner Recherche jetzt gerade habe ich auch nichts weiter drüber gefunden. Zum einen werden hier nur bloß zwei Zeugen genannt und das Lustige an der Sache ist, dass der eine Zeuge zweimal involviert war, mehr oder weniger. Zum einen war der dabei, als der Täter sich stellte. Der Täter heißt mit Vornamen Isu, was arabisch für Jesus heißt, und er meldete sich bei der Polizei mit: "Ich bin der, den ihr sucht." So steht es in der heutigen Bibel, dass Jesus das damals zu den Römern gesagt hatte, als das sich gestellt hat. Meine alte Ausführung von 1850, die schreibt das noch ein bisschen anders, aber egal. Ja, also wie gesagt, der Zeuge war dabei, als der sich bei der Polizei gemeldet hat. Und der Schwager des Stephans, der fand doch zufällig glatt die Jacke und das Portemonnaie von dem Täter. Irgendwie Zufälle. Wahrscheinlich sollte der Lotto spielen oder so, dass er mal ordentlich was absahnt mit seinem Glück. Was auch komisch war, das Foto des Täters, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Und einige YouTuber haben das zum Checken an irgendwelche KIs geschickt. Und da kam raus, dass mit 90% Wahrscheinlichkeit das Foto auch durch eine KI generiert worden ist. Ansonsten gibt es da nichts weiter Neues auch dazu. Übrigens, der Zeuge Stefan, der wurde gefunden. Das habe ich ja in meinem Video, vorgestern war das, glaube ich. Guckt euch das einfach nochmal mit an, wenn es euch interessiert. Jedenfalls, der Stefan arbeitet bei der Polizei, wenn man das richtig rausgekriegt hat. Das wären ja natürlich wieder Messerverbote laut. Aber die sind doch schon seit längerem schon verboten auf solchen Veranstaltungen und öffentlichen Plätzen. Trotzdem haben die schon wieder eine Pressekonferenz gemacht und neue Messerverbotszonen eingerichtet. Aber was sollen die bringen? Wird die Polizei jetzt in Stichproben die Person ansprechen und durchsuchen? Muss ich jetzt meine Taschen umkehren, wenn ich in die Innenstadt will? Und hat die Polizei überhaupt genug Leute dafür? Ja, das Waffengesetz wollen sie ja auch verschärfen. Das sollen ja dann bloß noch Klingen mit 6 cm Länge zugelassen werden. Aber wie geht das dann weiter? Werden dann auch noch Schraubenzieher, die ja nie weniger gefährlich sind als ein Messer, verboten? Oder was macht dann der Elektriker, der in der Stadt die Straßenbeleuchtung reparieren will?
Fragen über Fragen. Aber könnten wir nicht einfach Mord verbieten? Verbieten wir doch einfach Mord. Wäre das nie eine Lösung? Da brauchten wir kein Messerverbot. Da sind alle Tatwaffen eingeschlossen. Mord in jeden Fällen verbieten. Ach, das war glaube ich schon mal oder so, aber das hat auch nicht geholfen. Und da wollen sie jetzt Messer verbieten. Naja, gut. Wenn ihr das so meint. Es ist mittlerweile schon ein paar Jahre her. Olaf Scholz war damals noch Vizekanzler. Da hat er gefordert, den ausländischen Straftätern, hatten wir 2019 schon das Problem, das sind 5 Jahre her. Seit da quälen wir uns mit der erhöhten Ausländerkriminalität rum. Jedenfalls, damals, 2019, hat er gesagt, Vizekanzler Olaf Scholz will straffällig gewordene Ausländer härter bestrafen und fordert daher große Anstrengungen bei Abschiebungen. Ja, seit 3 Jahren wurden die Woche wieder welche abgeschoben. 3 Jahre zwischendurch, da haben sie die gesagt, ach, bleib doch hier. Hier ist schön. Schiebt die Leute ab, die nie integriert werden, die sich nie integrieren wollen, die wirklich bloß hier sind, um Bürgergeld abzufassen. Und Olaf hat das ja wahrscheinlich dann bald wieder vergessen. Wahrscheinlich hat er hier transzendente globale Amnesie oder irgend so eine andere Krankheit. Ist schon so. Dann habe ich ja noch ein lustiges Beispiel. Es gibt ja über 30 Tatzeugen, die auch vernommen worden sind, die die Tat beobachtet haben. Es gibt 2 oder 3 Männer, die den Täter sogar kurz verfolgt haben. Ein Täter, der sogar kurz eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Angreifer hatte. Da muss es doch wenigstens eine Grundbeschreibung geben des Täters. Die gibt es ja auch, ist ja auch ihre Arbeitshypothese, die man öffentlich macht. Es gibt ja einen großen Gefahrenüberhang. Wir haben jetzt 18 Stunden nach der Tat, der läuft frei rum. Da muss doch in Ihrem Interesse sein, dass möglichst viele Zeugen sich melden, die vielleicht jemanden beobachtet haben. Warum sind Sie da so restriktiv mit der Beschreibung des Täters? Weil es gibt ja sehr viele Zeugen. Ja, hat dann jemand anderes beantwortet, die Frage, aber ich fand das ja lustig. Ja, ich grüße in der Kamera und muss man nicht, es sitzen noch andere neben ihm und er wartet, dass sich einer von denen meldet. Was wahrscheinlich dann auch keiner machen wollte. Aber das muss man zu seiner Entlastung hier sagen. Ja, und was mir dann auch noch ein bisschen aufgestoßen ist, da gab es dann die Pressekonferenz hier. Und da sitzen die 2 da hinten. Sind allerdings die 2 Einzelnen. Da sitzen, glaube ich, 10 Leute im Prinzip in der ersten Reihe. Und eine Reihe weiter sitzen die 2. Aber ich sag mal, das gehört sich doch nicht. Die setzen sich dort vor, um Fragen der Leute zu beantworten. Und da datteln die am Handy. Ob die nur zum Thema was raussuchen oder nicht, also irgendwie, so die Sachen müssten doch vorher geklärt sein. Ich finde, das gehört sich nie. Aber gut. Ja, das war's mal ganz kurz von mir. Schaltet heute Abend wieder ein, da kommt das nächste Video von meinem Urlaub. Diesmal aber nur ein Kochvideo. Ich habe mir Macaronis mit Tomatensauce gekocht. Tja, bis später.